So. Ich hoffe, der kocht jetzt. Wenn nicht, koche ich nämlich gleich. Hallo Freunde, herzlich willkommen. Wir spielen wieder Ark Survival Evolved. Wie immer. Achso, ich habe Karte gedrückt. So, ja. Kurzes Update. Was ist letzte Folge passiert? Eigentlich gar nicht viel. Die war genauso. Tut mir leid, ja, auch relativ. Es ist wirklich nicht viel, so viel passiert. Ich habe ein bisschen Öl gefarmt, bin dabei einmal gestorben. Aber ich habe endlich Level 81 erreicht. So dass ich endlich den Industrial Cooker lernen konnte. So. Und bevor ich jetzt hier irgendwas anderes mache, schnappe ich mir mal so ein bisschen Spark Powder. Und irgendwo. Ach, ich habe doch bestimmt auf irgendeinem dieser Dinos noch Tonnen an. Naja, okay, das waren jetzt nicht Tonnen. Ich muss ein bisschen Benzin herstellen. Wir haben letztes Mal, hatte ich nur... Achso. So, ich sollte auch die Tooltips wieder einschalten. Ich brauche ein bisschen mehr Benzin, weil wir haben nicht mehr ganz so viel, wie ich ursprünglich dachte. Moment. So, ich habe keine Ahnung, wie das ausreicht. Das Ding nehme ich mal mit. Ich mache einfach mal hier voll... Ich habe echt keinen Plan, wie viel ich da jetzt von was brauche, momentan. Hier bräuchte ich auf jeden Fall... Okay, naja gut, das muss ich irgendwie... Ich glaube, das werde ich dann einfach später nochmal machen. So, und dann wollte ich eigentlich heute mal den Industrial Cooker ausprobieren. Jetzt, wo wir den endlich haben. Das heißt, ich brauche aber noch ein paar Major Berries. Und das Metall tun wir gerade mal hier rein. Okay, so, Metall... Metall, sage ich schon. Major Berries, genau. Irgendwo müsste doch hier noch unser Mammut stehen. Hat das denn noch... Es hat noch genau 9 Meter... Nee, okay. Wir haben noch genau 7 Major Berries. Das ist aber nicht... Nee, das reicht nicht. Da brauchen wir mehr. Hier drüben ist mittlerweile alles voll an Raptoren. Ich habe alles, was wir noch an Tieren hatten, aus dem... Pillar, aus dem... Als Tribute... geholt, also deswegen, ihr findet jetzt hier auch, hier ist jetzt Layla als Parasite, den habe ich da noch rausgeholt. Die Raptoren, ich überlege gerade, was da noch drin war, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich festgestellt, ein paar Sachen waren auf jeden Fall weg. Ja, also die hatte ich hochgeladen, hundertprozentig, die waren dann weg. Aus Frust habe ich dann hinterher, oder aus Langeweile besser gesagt, auf dem Rückweg von dem grünen Pillar hierher habe ich dann noch alle möglichen Viecher gezähmt. Deswegen haben wir jetzt 4 Dodos, nicht mehr nur einen. Und hier unsere beiden Schildkröten. Mal kurz ausparken. Dass der feine Herr Dimetrodon da auch weglaufen kann, nachdem er sich hier festgedingens hat. Unsere Schildkröte Edgar hat jetzt endlich seine Frau. Die habe ich auch noch neu gezähmt. Genau, hier den habe ich irgendwann mal zwischendurch aus Langeweile gezähmt. Im Ernst, ich mach's nie wieder. Der war Level 100, glaube ich. Ja, 100. Hat 40 Level. Also das war... Das hat gut geklappt mit dem Tamen, aber... Alter, der hat 300 Narcotics gefressen. Ich weiß nicht, wie ich... Also... Ganz ehrlich. Da baue ich mir lieber 20.000... hier, Gedöns, ne? Weiß... Ich weiß gerade nicht. Ich vergesse den Namen immer. So, ich weiß nicht mehr, was ich brauche, aber ich glaube, mit dem Industrial Cooker haben wir den großen Vorteil. Wir können einfach, wir nehmen einfach Prime Meat Jerky, irgendwann haben wir noch Cooked Meat Jerky. Ich glaube, Cooked Meat geht auch. Dann nehmen wir einfach auch mal so 2, 3 Stacks oder so. So, die machen wir wieder zurück. Das packen wir alles da rein. Ich bin mal gespannt, wie ich weiß nicht, wie schnell das geht. So, Mijo Berries, wir brauchen einmal Benzin. Dann nehmen wir hier eins raus. Und Eier. Eier, wir brauchen Eier. So, wir nehmen mal Spino und Argentavis. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir jetzt die Kibbles nicht genau angeguckt. Ich sollte nur aufpassen, dass ich nicht zu viel auf einmal nehme. Dann schmeißen wir das einfach mal da rein. Und ich mache das Ding mal an. Und dann gucken wir einfach mal, was denn hier passiert. Ich hoffe, ich habe... Oh Gott, ich hoffe gerade echt, ich habe... Für... Ah, Moment, 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 Moment. Das hätte ich natürlich fast vergessen. 1, 2, das, das, das und Kartoffeln. Ich glaube, dann haben wir alles an...
Okay, das muss natürlich auch noch da rein. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge er das kocht. Ich hoffe, die halten... Oh Gott, die spoilen natürlich jetzt hier extremst schnell. Aber wir probieren einfach mal aus, was da so an Kibbel bei rumkommt. In der Zwischenzeit. Genau, also, der Dimetrodon habe ich gezähmt. Als kleines Dankeschön für seine schönen Let's Plays habe ich ihn Slipgator genannt. Der wird aber einfach nur hier ein bisschen in der Basis rumlaufen. Wird uns bewachen. Habt ihr vielleicht auch in der letzten Folge schon gesehen. Ich habe ein Gewächshaus gebaut. Hier. Wunderbar. Nachdem ich ein paar Tage nicht auf dem Server war, war hier alles weg. Also keine Beete mehr da, kein gar nichts. Da habe ich mir gedacht, jetzt kann ich doch eigentlich mal echt ein Gewächshaus bauen. Das Gewächshaus hat natürlich auch hier so einen kleinen Wintergarten mit dran. Wo man dann, ja, wo man sich dann einfach hier gesellig hinsetzen kann, kann was essen und was trinken. Leider das mit dem Sitzen klappt nicht so ganz, da habe ich irgendwie nicht aufgepasst. Ich glaube, die Stühle stehen einfach zu nah am Tisch. Ja, genau, das Gehege für die Käfer ist jetzt ein bisschen schöner, finde ich. Also da drüben ist jetzt quasi der Eingang da rein. Eigentlich, ja, ich muss sagen, gefällt mir soweit ganz gut. Es wird langsam auch dunkel, merke ich gerade. Und was ich gemacht habe, ich habe für unsere T-Rexe mal eine Hütte gebaut. Das wollte ich auch noch machen, damit die nicht immer so im Nassen stehen. Und da habe ich allerdings dann festgestellt, dass ich hätte das gerne noch ein bisschen breiter gebaut. Hier ist halt dieser blöde Huppel, da konnte ich leider nicht mehr durchbauen. Deswegen ist das jetzt ein bisschen eng hier. Also die, wie ihr seht, die stehen hier wirklich dicht an dicht, aber es geht eigentlich ganz gut. Also man kommt ganz gut rein und raus mit denen. Man muss halt ein bisschen aufpassen beim Einparken. Ey, Slipgator, mach mal Platz hier. So, ich will jetzt mal den Gucker kontrollieren. Hat er denn schon Kibbel gemacht? Nee. Das beult nur gerade Fleisch ohne Ende. Ich glaube, ich habe irgendwas vergessen bei den Kibbelrezepten. Haben wir die, sind hier was war das denn? Haben wir hier Kibbelrezepte drin? Ich glaube nämlich doch. Nee. Focal Chili Note. Nee, okay, da sind keine Kibbelrezepte drin. Ist natürlich irgendwie blöd. Wisst ihr, was ich mal kurz mache? Weil das hier bringt uns momentan so anscheinend nicht weiter. Das ist nicht irrigated? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen, Spiel? Das ist nicht irrigated? Was ist denn jetzt los? Hä? Erst hat er gesagt, da gibt es keinen Snap-Point. Dann habe ich das hier alles umgebaut. Und jetzt sagt er, das wäre nicht irrigated. Hier ist doch direkt daneben auch ein Water-Tap. Okay, Freunde. Ich würde sagen, ich schnapp mir die Sachen mal. Schmeiß die alle schnell zurück. In die Kühlschränke. Bevor das hier alles noch kaputt geht. Es hat ja schon angefangen, wie man sieht. Und dann würde ich sagen, gucke ich erstmal, dass ich dieses Ding irgendwie mit Wasser versorge. Warum auch immer das jetzt nicht geht. Hier, die Beeren packe ich auch mal da rein. Warum geht das denn jetzt nicht? Ich habe das doch extra da drauf gesetzt. Das Spiel will mich doch echt gerade auf den Arm nehmen. So, Freunde, egal. Ich würde sagen, ich probiere da mal rum. Das ist echt nicht irrigated. Muss ich da vielleicht noch so ein Water-Tap mitten reinsetzen? Ich probiere es einfach. Ach, wisst ihr was? Probieren wir einfach kurz aus. Ist das nicht eh noch in der... Nee, das habe ich nicht mehr im Inventar. Das habe ich wieder weggepackt, natürlich. Aber muss ja alles seine Ordnung haben. Tap. Water-Tap. Be water, my friend. So. Ah, ich kann noch eins bauen. Das ist wunderbar. Ach, fehlt uns eh nur Wood. Das ist ja nicht so schlimm. So, er sagt hier wieder No Snap Point. Ist das jetzt irrigated? Was muss ich denn machen, damit das irrigated... Ey, sag bloß, ich muss nochmal so ein... Mir fällt da nämlich gerade was auf. Das sitzt auf jeden Fall nicht symmetrisch da drauf. Nee, nicht irrigated. Okay, Freunde, also, ich... Ja, ihr wisst schon. Wir sehen uns gleich wieder. Ich probiere hier nochmal ein bisschen. Ja, Freunde, da bin ich wieder. Ich habe ein bisschen im Internet geforscht, rumprobiert. Ich habe tatsächlich den ganzen, ohne Scheiß, ich habe das ganze Ding nochmal abgerissen.
stinkesauer gerade. Ernsthaft. Es sieht so aus, ja, und das ist das, was ich absolut, tut mir leid, was ich absolut nicht verstehe, dass der Industrial Cooker, und das, bitte, wenn ihr selber Ark spielt, probiert's bitte mal aus und sagt mir Bescheid, ob das wirklich so ist. Der bekommt einfach kein Wasser, wenn man ihn nur an Wassertanks anschließt. Bitte, was für ein hirnrissiger Rotz ist das denn? Ich habe jetzt eben mit ein paar Wasserschläuchen, da fällt mir gerade ein, ich kann den einen ja sogar hier füllen, habe ich jetzt hier Wasser reingekippt. Ja, das funktioniert auch. Müssten wir, bei wie viel sind wir jetzt? 500 von, das ist auch interessant. Also selbst wenn die halb leer sind, sind das 100 Wasser. Okay. So, ich habe keine Ahnung. Ich will jetzt einfach mal gucken. Ich habe eigentlich alle Zutaten für Kibbel da reingeschmissen. Ich bin echt so stinkesauer, ey. Das, alleine das Ding abzureißen. Ja? Ich meine, hallo Ark-Entwickler, wieso? Ich habe hier, wie viel? 500? 2500 Wasser. Ich habe hier 2500 Wasser. Das sollte doch reichen, um das Ding irgendwie hier... Er kocht immer noch nicht, im Übrigen. Und ich weiß nicht, wieso. Warum kocht denn der immer noch nichts? Moment. Cooked Meat Jerky. Ich glaube, ich brauche noch Prime Meat Jerky. Wo ist denn mein Prime Meat Jerky? Ich hatte doch Prime Meat Jerky eben. So. Ja, ich bin... Tut mir leid, ich bin etwas... Ach so, das ist noch im Inventar. Ich bin echt etwas angenervt. Ist ja nicht so, als hätte das Ding nicht irgendwie Massen an Mats gekostet, ja, und im Endeffekt habe ich jetzt Massen an Mats einmal weggeschmissen. So. Ich hoffe, der kocht jetzt. Wenn nicht, koche ich nämlich gleich. Angeblich ist der nur dann irrigated, was totaler Kappes ist hier, weil der ist angeblich nur dann irrigated, wenn der an einem normalen Wasseranschluss hängt. Wo soll ich denn hier Wasser herkriegen, liebe Ark-Entwickler? Wie viel Kilometer Leitung soll ich denn legen? Und von da drüben funktioniert halt leider auch nicht mehr jetzt. So. Na gut. So, ich muss hier nochmal kurz Pause machen. Ich bin mir nämlich jetzt immer noch nicht sicher, ob ich das richtige Rezept habe. Ich werde es aber einfach mal ausprobieren. Also Freunde, wir sehen uns gleich wieder. Ich gucke nochmal nach den Rezepten und dann gucke ich, ich will endlich wissen, wie schnell das mit den Kibbles da drinne geht. So, Freunde, bis gleich. So, Freunde, ich bin wieder da. Ich habe meinen Fehler festgemerkt. Ich habe doch was vergessen. Es war auch gar nicht... Es war gar nicht so... Naja, egal. Moment, mit Kompi-Eiern kann ich nichts anfangen. So, ich schmeiß einfach alles da rein, was wir an Eiern haben. Ja, Terror Bird Eggs. Alles da rein jetzt. Jetzt wird hier ordentlich Kibbel gekocht. Was ich übrigens auch komisch finde, ich kann auch Pfeile da reinstecken. Ich weiß zwar nicht, warum ich die kochen sollte. Ich glaube, das hat halt mit den Farben an sich zu tun. So, was ich vergessen habe, war Fiber. Fiber war mein Problem, das habe ich vergessen. Und jetzt koche. Koche. Jetzt müsste doch eigentlich alles da sein. Wir haben Meju Berries, wir haben das Gemüse, wir haben das Fleisch. Warum kocht er jetzt nicht weiter? Argentavis Kibbel, hallo? Kein Wasser mehr. Lass mich raten. Kein Wasser. Alter, ich krieg... Entschuldigung. Oh, das regt mich so auf. Das regt mich ohne Ende auf. Jetzt muss ich echt hergehen. Jetzt habe ich mir schon dieses schöne Ding gebaut, ja? Echt. Und... Ich frage mich die ganze Zeit, ob es vielleicht einen Workaround gibt. Kann mir das einer sagen? Wo sind die... Also das würde mich wirklich mal interessieren, ob es da ein Workaround gibt. Weil angeblich funktioniert das Ding halt echt nur, wenn man es an einen richtigen Wasseranschluss hängt. Und das kann es doch echt nicht sein. Ich meine, egal was ich jetzt machen will... Ja, egal was ich jetzt machen will... Jetzt hat er wieder was gekocht.
Jetzt guck. Was ist denn das jetzt? Auf einmal kocht der hier? Moment, wie habe ich denn das jetzt gemacht? Da ist. Ihr seht das, oder? Er sagt hier null irrigated. Und jetzt kocht der mir hier die Eier weg. Und das einfach nur, weil ich hier einen. Moment. Muss da einfach nur ein Voller drinnen sein? Probiere ich jetzt mal aus. Vielleicht habe ich den Workaround ja gerade gefunden, auch wenn der eigentlich total lächerlich ist. Aber. Naja. Kann ich? Nee, das kriege ich nicht hin. Ich probiere jetzt hier weiter aus. So. Dodo-Kibbel. Ich weiß nicht mehr, für was das war. Tatsache, wie lächerlich. Die werden die jetzt leer? 500, 500, 0, 0, 500? Okay. So, dann können wir nämlich ja nämlich die Dinger hier einfach reintun. Die verbrauchen sich ja dann automatisch. Eigentlich, dachte ich. Wo habe ich die gerade reingetan? Achso, hier. Okay, das heißt, ich brauche immer nur ein volles. Naja, das ist ja noch. Das wäre, glaube ich, noch tragbar. Aber trotzdem irgendwie ein blöder Bug. Ich meine. Das kann man doch auch besser machen. Und. Wie viele Dodo-Eggs braucht der für ein Kibbel? Waren das nicht eben 100 Stück? Okay, egal, wir machen einfach weiter. Ich schmeiß da jetzt, wie gesagt, einfach weiter an Eier rein, wie wir lustig sind, was wir so alles da haben. Oviraptor, Gallimimus, Rex. Kann ich mich noch bewegen? Momentan sieht es noch ganz gut aus. Ach, wir haben auch noch 8. Ach nee, das sind die Kairukus. Kairuku-Kibbel. Rex-Eck, Kairuku-Eck. Das geht aber echt eigentlich ganz gut. Ich muss hier schon Primi-Jerky nachlegen. Ey, das. Da bin ich jetzt echt zufrieden. Ich brauche noch Cooked Meat Jerky. Das muss ich aber tatsächlich erstmal wieder herstellen. Da habe ich gar keins mehr. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, dass das jetzt fehlt. Und noch ein bisschen Cooked Meat. So, nehmen wir auch nochmal 2 Stacks. Aber jetzt geht das wenigstens ab hier. Jetzt kann man hier ordentlich Kibbel herstellen. Aber irgendwas fehlt jetzt. Prime Meat Jerky habe ich doch eben welches reingetan. Ist ja egal. Ich tue jetzt erstmal so. Was haben wir denn hier noch? Titanoboa. Kompi-Eier gehen ja nicht. Achso, hier haben wir noch Kairuku-Eier. Moment, wo sind die? Hatte ich nicht noch mehr Kompi? Ach. Kann ich mich. Ja. So. Okay, also wir haben. Immerhin haben wir jetzt rausgekriegt, woran es lag. Auch wenn es. Entschuldigung, total lächerlich ist. Aber. Was haben wir hier noch? Oh, ich glaube, er ist gerade ausgegangen. Oh nein. Und jetzt ist er nicht mehr. Irri. Gay. Schnell Benzin holen. Aber was für eine Scheiße. Ich meine, wie kommt man denn auf so eine blöde Idee? Alles kannst du mit Tanks bewässern, nur das Ding nicht? So. Also es wird auf jeden Fall ordentlich Zeug verbraucht. Ich brauche noch Meju-Berries. Aber das mit dem... Sind hier noch... Da sind nochmal welche. Das mit dem... Mit dem Wasser ist halt echt blöde. Und was mich gerade ärgert, ist, dass ich halt nicht schnell... Oder kann ich auch in einem Kühlschrank... Ist das zufällig einer? Kann ich in einem Kühlschrank auch Meat Jerky herstellen? Geht das? Geht das da auch schneller? Aber eigentlich, das wäre doch unlogisch. Guckt Prime Meat. Ich glaube, ich bräuchte Öl, ne? Kann ich da, ich probiere es Öl. Ich probiere es einfach aus. Wir haben ja Öl. Ich nehme hier einfach mal so ein 100er Stack Öl. Und schmeiß den mal hier in den Kühlschrank. Ich glaube nicht, dass es geht. Ich kann es nicht reintun. Das heißt, Cooked Prime Meat. Ne, Moment. Ich brauche nicht. Ich brauche Cooked Meat Jerky. Das habe ich nicht mehr. So, 3 Stacks.
Und ich brauche hier noch mal ein bisschen davon. Ich glaube, die Folge ist eigentlich auch schon fast wieder vorbei. Aber ich bin zumindest froh, dass ich es hinbekommen habe. Jetzt, dass ich jetzt hier wunderbar, das ist halt kacke, wir haben ja echt nur so ein Ding. So, aber der macht zumindest schon wieder Meat Jerky. Ich glaube, da muss ich dann doch nochmal ein paar mehr bauen, dass wir das so ein bisschen parallelisieren können. Aber zumindest haben wir jetzt eine Möglichkeit, hier echt schnell Jerkys, Farben und den ganzen Kram. Ah, jetzt, guck mal, jetzt ist da ein bisschen was verschwunden. Aber es kann auch einfach sein, dass der leer geworden ist. Prime Meat. Fehlt dem jetzt irgendwas? So, beim Galim. Nee, ich glaube. Ich glaube, es liegt am Meat Jerky. Ich glaube, es liegt am Meat Jerky. Wir haben keins mehr. Das heißt, da kann ich jetzt tatsächlich nichts machen. Wo sind denn. Habe ich echt die ganzen Dodo-Eier schon? Aber da müsste ich doch 100 Eppes Kibbel haben. Ah, 7. Nee, Kairuku. Dodo 30. Na gut, Freunde, aber. Das können wir ja schon mal alles rüberpacken. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Kibbel. Eigentlich gar nicht mal so wenig. Und das heißt, wir können jetzt munter, wir können jetzt hier wirklich munter die ganzen Viecher zähmen. Ich packe das alles da rein. Und ihr seht, es geht ratzfatz, ja, nicht mehr ewig kochen und alles. Eigentlich super, bis auf den Bug mit dem Wasser. Na gut, da kann man ja auch noch mit leben, da gibt es ja eine Möglichkeit für oder gegen. Ich bedanke mich auf jeden Fall wie immer ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Ark Survival Evolved. Und ich glaube, dann muss ich mal losgehen. Da muss ich mal losgehen. Und ein paar von den Kibbles verbrauchen. Dann gehen wir mal wieder irgendwas zähmen. Und ich überlege tatsächlich momentan, wie ich das Ding hier noch ans Wasser angeschlossen bekomme. Ohne hier eine. Ich glaube, ich muss tatsächlich eine Wasserleitung einmal da so quer rüber bauen. Na gut, Freunde. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal, bei der nächsten Folge Ark Survival Evolved. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.